Inspektor? Ja? Ich bin unschuldig. Dieser nasenlose Pirat hat die Bank ausgeraubt. Wer? Hacknose Pete? Hören Sie, wenn ich immer einen Affen bekäme, wenn irgendein Halsabschneider versucht, seine Untaten Hacknose Pete in die Schuhe zu schieben, hätte ich bald genug Affen, um eine Fortsetzung des Dschungelbuchs zu drehen. Soll das heißen, Sie glauben mir nicht? Bingo. Aber offenbar, wenn alle Hacknose Pete beschuldigen, naja, gut. Warum glauben Sie nicht, dass Hacknose Pete die Bank ausgeraubt hat? Weil das einfach nicht der Stil von Hacknose ist, Mr. Threepwood. Wenn Hacknose die Bank ausgeraubt hätte, wäre er im Schutz der Dunkelheit aufgetaucht. Hätte den Tresorraum mit raffinierten Gewichten und Flaschenzügen geöffnet und wäre dann mit der Beute spurlos verschwunden. Hacknose Pete würde niemals bei hellichtem Tageslicht in eine Bank spazieren und wie ein ordinärer Strauchdieb mit einer Pistole wedeln. Das wäre unter seiner Würde. Das hat er ja auch nur indirekt gemacht. Nur für die Akten. Wie könnte ich meine Unschuld beweisen? Nun, da Sie kein Alibi haben, müssten Sie den wahren Täter überführen. Großartig. Huch, da habe ich aus Versehen das Gamepad gerade hingelegt, weil ich meine Ärmel hochgekrempelt habe. Entschuldigung. Wie soll ich das machen? Oh, mir fallen spontan drei Dinge ein. A. Finden Sie Beweise, die den sogenannten Zweitens und Z... Ein Kinderspiel für einen Piraten mit analytischem Verstand. Wie mich. Ich reserviere Ihnen eine Zelle. Vielen Dank. Ja, jetzt weiß ich, wie man abbricht. Ich muss auf Punkt drücken oder so. Könnten Sie mir diese Voodoo-Fessel abnehmen? Ich muss wirklich zurück zu meiner Frau. Tut mir leid. Sie bleiben bis zur Verhandlung auf dieser Insel. Es sei denn... Sie beweisen vorher Ihre Unschuld. Na, wir werden ja sehen. Wann ist die Verhandlung? Sobald der Richter wieder hier ist. Toll, wann wird das sein? Ich schätze, in ein paar Wochen, wenn er seine Kreuzfahrt beendet hat. Ein paar Wochen? Ich muss zurück nach Mealy Island heute. Tja, ich schätze, das hätten Sie sich überlegen sollen, bevor Sie die Bank ausgeraubt haben. Aber ich bin unschuldig. Erzählen Sie das dem Richter. Wir haben doch den Gouverneursstempel. Wir sind doch offiziell hier in politischer Angelegenheit. Ach. Mann, dieser Voodoo-Fußring ist wirklich unbequem. Deshalb heißt er ja auch Voodoo-Fußfessel des extremen Unbehagens. Wie laufen die Ermittlungen? Welche Ermittlungen? Sie wurden auf frischer Tat ertappt. Ich warte nur auf den Richter. Oh. Das ist ja toll. Sie rühren keinen Finger, um mir zu helfen, was? Bingo. Aber wo bleibt die Gerechtigkeit? Haben Sie noch nie gehört, dass Justitia blind ist? Und ganz offensichtlich verdammt faul. Schluss jetzt. Na? Wie kann ich gleich wieder meine Unschuld beweisen? Nein! Finden Sie den wahren Täter. Ah, so. So, finden Sie den wahren Täter? Okay, wo finde ich denn eigentlich den Hacknose? Wo finde ich Hacknose Pete? Wenn ich das wüsste, säße er längst im Knast. Weil er mir den Bankraub in die Schuhe schieben will? Nein, weil er für etwa 300 andere Verbrechen auf Lucre Island verantwortlich ist. Ach ja, na gut, dann finden wir den Hacknose Pete natürlich. Ja, ich gehe dann mal und beweise meine Unschuld. Machen Sie keinen Ärger. Natürlich nicht. Oh, kann ich mich da reinlegen? Dose Hühnerschmalz. Ölig. Damit schmieren Sie wohl die Stacheln der eisernen Jungfrau, damit sie sich sanft ins Fleisch bohren. Die nehmen wir natürlich mit. Klauen wir hier gleich erstmal im Knast rum, ist doch klar. Eine eiserne Jungfrau. Ausgezeichnet. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Können wir die mitnehmen? Richtig. Was? Richtig. Nimm eiserne Jungfrau. Richtig. Ah ja. Betrachte Bild. Mann, das ist ein männlicher Pirat. Betrachte Schild. Hier steht Contra Leges Marinas Latrocinium Maris Est. Ich glaube, das heißt, woher soll ich das wissen? Hallo, Otis, alter Freund. Was machst du denn hier? Otis, was machst du denn hier? Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Natürlich, wie immer. Lass mich raten, du wurdest reingelegt, richtig? Woher weißt du das? War nur so eine Ahnung. Irgendein alter Kauz mit einem schrägen Akzent hat mich beschuldigt, Blumen aus seinem Vorgarten gestohlen zu haben. Blumen?
Wie war das mit deinen Blumen? Das ist eine Verschwörung, das sag ich dir. Man versucht mich als mutigen Piraten lächerlich zu machen, indem man mich als Piratentunte darstellt, die Blumen pflückt. Wenn es dich beruhigt, Otis, ich habe dich noch nie für einen mutigen Piraten gehalten. Ah, verschwinde und spiel mit deinen Puppen. Die Piratentunte haben wir ja draußen gesehen. Wann wirst du entlassen? Er wird ungefähr an dem Tag entlassen, an dem sie ihre Unschuld beweisen. Hey, nur weil mein Kapitän ein notorischer Bankräuber ist, müssen sie ihren Ärger nicht an mir auslassen. Otis? Ja? Du bist nicht gerade hilfreich. Ach ja, ach ja. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Wird es besser, wenn ich dir ein Minzbonbon gebe? Es ist vorbei. Monkey Island 1, dein Hinweis. Bis später, Otis. Du wirst mich doch hier rausholen, oder? Nicht schon wieder. So, ach, ist das schön hier draußen. Wer steht denn da? Die ist neu. Ach, das ist die Bankfrau, ne? Hallo, Brittany. Einen wunderschönen guten Tag, Brittany. Oh, hi. Warum hören Sie sich an wie eine herzkranke Krake? Oh, tut mir leid. Tut mir leid, dass Sie Ihren Job verloren haben. Ach, das ist schon in Ordnung. Ich habe nie gern in der Bank gearbeitet. Ich wollte eigentlich schon immer ins Showbusiness. Ist das jetzt Brittany Spears oder was? Ins Showbusiness? Ja, ich wollte schon immer Sängerin werden. Mit eigenen Background-Tänzern. Ich bin unbegabt und habe keine Erfahrung. Aber ich bin sicher, mit der richtigen Einstellung kann mich niemand aufhalten. Oh Gott. Das fürchte ich auch. Wir könnten ja gemeinsam eine Nummer einstudieren. Das ist keine gute Idee. Ich suche eher nach einem... Piraten? Cool. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit dann in einer Bank? Von irgendwas musste ich ja leben, während ich meine Karriere vorbereitete. Ich schätze, mir hat nur der letzte Kick gefehlt. Ich war zu sehr in die Finanzwelt eingebunden. Na dann viel Glück. Den letzten Kick kann ich dir auch verpassen. Was haben Sie jetzt vor? Nun, ich wollte schon immer ins Showbusiness. Okay, ja, Na dann viel Glück. Okay. Kann ich noch ein Konto eröffnen? Guter Witz, Mr. Threepwood. Ich habe nichts mehr mit der Bank zu tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tja, ich muss mich jetzt um einige wirklich männliche Dinge kümmern. Bis denn. So, die Brittany, die lassen wir da mal stehen. Und die Frage ist, wir können uns ja mal ein bisschen weiter umgucken. Zum Beispiel, da ist das Haus der Stöcke, da waren wir auch noch nicht drin. Das Haus der Wohlgerüche im Fischmarkt-Dingens, da waren wir noch nicht drin. Oder Ködermarkt oder was das war. Gibt ja so viel zu entdecken hier. Hey! Ist das nicht unser alter Freund, auch aus Monkey Island 1? Wo ist mein neuer Wanderstab? Ich habe ihn hier, Mr. Mandrill. Ein nagelneuer Spazierstock. Eine exakte Nachbildung Ihres alten Stocks. Das will ich hoffen. Ansonsten kaufe ich deine Muckelbude auf und baue etwas Sinnvolles. Zum Beispiel eine öffentliche Toilette. Soll ich ihn auf die Rechnung setzen, Mr. Mandrill? Was dachten Sie? Wissen Sie, wenn ich kein friedliebender Mensch wäre, dann würde ich diesem Snob den Schädel einschlagen. Und ich würde erst aufhören, wenn sein Hirn über meinen rustikalen, handpolierten Hartholzboden spritzt. Aber Sie sind ein friedliebender Mensch, stimmt's? Ja. Freddy, ich dachte, das wäre entweder Herman oder das wäre der Shopkeeper von aus Monkey Island 1. Hey, Freddy. Faulig. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Und wer sind Sie? Die meisten Leute hier nennen mich Freddy. Das ist wirklich nicht dumm, wenn man bedenkt, dass das mein Name ist. Ich schnitze Wanderstäbe. Das muss ja ein Riesenbombengeschäft sein. Ich hätte nicht gedacht, dass sich ein Fachgeschäft für Wanderstäbe auf einer Pirateninsel lohnt. Ja, unter normalen Umständen wäre ich durchaus Ihrer Meinung. Aber in letzter Zeit kommen viele Touristen, Gaffer und andere seltsame Gestalten nach Lucre Island. Sie reißen mir meine Original-Piraten-Wanderstäbe buchstäblich aus den Händen.
zu einem horrenden Preis, versteht sich. Aber mein Hauptkunde ist Mr. Mandrill. Er zerbricht pro Woche immer mehrere Dutzend Stäbe. Der Kerl lastet mich seit Monaten vollständig aus. Mr. Mandrill, ist ja noch so ein Buch mit 7 Siegeln? Ich habe da so eine kleine Vermutung. Aber ich sag ja noch nichts und vielleicht stimmt ihr auch gar nicht. Huch! Und auf einmal gerät Monkey Island 4 in den Hintergrund wegen diesem scheiß Virenscanner. Moment. Aber die Aufnahme läuft noch, dann ist ja gut, Gott sei Dank. Okay, also. Aha, der Wanderstabmarkt boomt also was. Naja, boomen wäre vielleicht etwas übertrieben, aber man kann gut davon leben. Und wenn Mr. Mandrill jemals seine Rechnung begleicht, kann ich mich zur Ruhe setzen. Das wird wahrscheinlich noch viele, 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 viele Jahre dauern. Können Sie mir helfen? Ich kann mich nicht entscheiden, welchen Stab ich nehmen soll. Nun, dazu muss ich zunächst etwas mehr über Ihre Wandergewohnheiten wissen. Wo werden Sie vermutlich die meiste Zeit wandern? Durchs dunkle Tal. Dort wanderte ich einst. An sonnigen karibischen Stränden, durch dunkle karibische Urwälder, an Deck meines mächtigen Piratenschiffes. Wandern? Ich wollte das Ding eigentlich nur zur Dekoration. Ich würde sagen, wandern am liebsten... An Deck meines mächtigen Piratenschiffs. Oh, verstehe. Und wie viele Leute werden Sie vermutlich begleiten? Ich glaube, die meiste Zeit allein, meine Frau und natürlich nur die engsten Freunde. Nur meine engsten Freunde. Das ist vermutlich vernünftig. Wie lange werden Sie herumwandern? Durchschnittlich. Ich würde sagen, am Tag eine halbe Stunde, maximal 45 Minuten. Oder ich sag mal, doch ja, eine Arbeit als Pirat ist ja ein Fulltime-Job. Da würde ich sagen, 8 Stunden und meistens auch ein paar Überstunden muss schon mal sein. Deck schrubben und sowas. Oder Leute zusammenschreien oder Kiel holen oder... Weiß ja, wie es ist. 8 Stunden, 23 Minuten und 37 Sekunden. Sehr gut. Nun gut, ich werde Ihre Antworten auswerten. Nicht zu vergessen meine unzähligen persönlichen Beobachtungen Ihrer Bewegungen. Ich glaube, der optimale Stab für Ihre Bedürfnisse... wäre der leise Treter 9000 Regenwald Deluxe. Wie es der Zufall will, habe ich Dutzende davon auf Lager. Na, das ist aber ein Zufall. Das heißt, er ist ja günstig, wenn es so viele davon gibt. Freddys Wanderstabkatalog. Das ist sowas wie der EMP-Katalog des Dreiinselreiches. Geben Sie sich keine Mühe mit der Glocke. Ich bin schon hier. Ja, ich wollte nur mal draufdrücken. So, was haben wir denn hier für Stöcke? Aha, betrachtet zu verkaufen Schild. Ist das Schild zu verkaufen? Wanderstäbe mit kleinen Mängeln. 40% unter dem normalen Marktpreis. Holzspäne. Wenn ich einen Hamster hätte, könnte ich ihm aus dem Zeug ein Bettchen basteln. Ja, nimm doch trotzdem mal mit. Man weiß ja nie, wann man mal einen Hamster hat. So, und weg damit. Betrachte minderwertige Stöcke. Diese Stäbe sehen wunderbar aus. Für das ungeübte Auge vielleicht, aber sie entsprechen nicht unseren hohen Qualitätsansprüchen. So, lies Wahl des passenden Stocksschild. Jeder Pirat braucht einen Wanderstab, der seiner Größe, seiner Lebensart und seinem Temperament entspricht. Ein Wanderstab sollte etwa bis zur Hüfte reichen und stabil genug sein, um 50% deines Körpergewichts zu tragen. Aktive Menschen sollten sich für einen Wanderstab entscheiden, der zur jeweiligen Aktivität passt. Langweilig. Ich glaube, so dringend brauche ich keinen Stab. Jetzt bräuchte ich noch eine Eule, eine weiße Schneeeule, die meine Nachrichten immer übermittelt, wenn ich hier den passenden Stab gekauft habe. Verschiedene Stäbe. Ein Fass voller Wanderstäbe. Das ist ja ein Traum. Was sind das für Bilder da hinten drauf? Kann man die nicht angucken? Nee. Okay, ich glaube, wir verpieseln uns erstmal wieder. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir hier sonst machen sollen. Kaufen können wir gerade eh nichts, weil wir keine Kohle haben. Und wir müssen erstmal Pecknose Pete hinterher.